Und damit willkommen zurück bei Resident Evil RPG. Ich weiß, wo wir hin müssen. Warum könnt ihr nicht zu zweit angreifen, ihr Arschlöcher? Ah, ich muss da ganz kurz überlegen, warum wir denn jetzt am besten laufen. Weil ich noch was holen möchte. Oh shit, hab ich ganz übersehen. Okay, war klar. Okay, jetzt wird er die geheilt, die eigentlich nichts braucht. Gibt's halt jetzt noch Messer-Action. Ich denke, ich werde jetzt einfach durch die Haupthalle laufen. Dich kühle ich mich später. So, mein Stuhl übrigens gerade. Es ist echt ein bisschen. Ich probiere es mal nochmal, ihn zu heilen. Na gut. Okay, jetzt war vielleicht die Ingrid ein bisschen überzogen. Das ist so ein bisschen. Oh, ich muss aufpassen auf meine Munition. Jetzt springen die mich schon an, oder wie? Nein, jetzt hätte ich das Essenspray wieder eingesetzt. Wollte ich doch gar nicht. Er stecht ihn und esst sein Fleisch. Wie was so ein Riesenhunter schmeckt. Das Fleisch ist sicher zart. Nein, ich bin Idiot. Ich habe es gerade echt nie aufgepasst. Ah, warum passe ich nie auf? Du kriegst eins, du kriegst eins und du kriegst eins. Bitte nichts in der großen Halle, okay? Warum kann ich nicht einfach mal an den vorbeilaufen, ohne dass was ist? Und die Shotgun verbraucht nämlich einen Angriffspunkt weniger. Der Chris ist ein bisschen langsam. Der darf mal als letztes angreifen. Okay, diesmal aus Barry. Boah, Alter, die machen einen Damage. Ich leide gerade sehr. 100, 150, 52. Stirb doch bitte einfach. Also nicht du, Chris. Ich schätze, weil sie so 400 Energie haben. Auch noch, warum steht der böse Kerl auch noch genau da, wo ich hin muss? Jetzt hat meine Katze im Hintergrund genossen. Ja.
Hä? Hey, ich stehe doch hinter dem Geländer. Und warum hat Barry seine Magnum nicht? Aber ich denke, die werde ich gleich kriegen. Ich denke, ich werde sie gleich kriegen. Autsch. Der... Oh, geil, Munition. Da muss ich eh noch hin. Was ist denn mit den zwei? Ich speichere mal. Ich weiß auch nicht, ich habe gerade so den Drang danach zu speichern. Neuen Speicherplatz. Ja, verarscht. Oh shit. Da muss ich runter. Bitte stirb doch einfach. Nein, nicht du, Barry. Na ja, okay, er wacht jetzt auch wieder so auf. Magnum. Die müsste jetzt Barry ausgerüstet haben, aber das gucken wir gleich mal beim ersten Gegner. Scheiße. Scheiße. Also Scheiße. Oh, 10. Okay. Boah, die bringen mich echt langsam in Bedrängnis, die Scheißdinger. Der ist schon wieder tot. Ach, gut. War hier noch irgendwas? Energiemäßiges? Nein. Schade. Ich guck gerade nur durch, ob vielleicht irgendwie was neu getroppt ist, während ich weg war. Also praktisch durch irgendwelche Events was Neues da ist. Der Part, der wird leider heute auch ein bisschen kürzer. Weil ich jetzt leider nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Jetzt nichts weiteres. Okay, ich möchte mal noch mal kurz... So, jetzt muss ich mal noch mal ganz kurz ein bisschen Management machen. Jetzt energiemäßig ist gerade gar nichts bei mir. Und munitionstechnisch auch nicht unbedingt.
Deswegen wurde er jetzt die Testperson für die Magnum. Also, wenn er es überlebt. Er überlebt es natürlich nicht. Warum immer auf den? Das geht mir langsam so auf den Sack. So. Oh. Warum finde ich hier so viele Heilmittel? Oh, Munition, geil. Oh, da liegt auch noch was. Die hätten es echt farbig ein bisschen besser machen können. Mal kurz Munition nachfüllen. Oh. Hm. Eigentlich sollte da jetzt was kommen. Cool. Und so viel Munition, wie ich gefunden habe, kommt da bestimmt auch was. Ja, sie kommt doch noch. Ja, ich bin diesmal sehr gut ausgerüstet. Außer Rebecca halt. 600! Alter, warum hat jetzt die Chris kaum Schaden gemacht? Ach, ist sicher tot. Ne, auch okay, noch nicht. Bald ist die Schlucht auch, ne? Halt mal die Chill. Vorsicht, sie darf noch. Nein, sie doch, sie darf noch. Stark ist die nicht. Doch, sie ist tot. Und alle nur dieses scheiß Gift gestorben. Stark. Scheiße. Tötet eine Riesenspinne, dreht sie um. Was für ein interessantes Loch. Scheiße. Sind jetzt ohne Barry darunter. Ja, mein Englisch ist leider nicht so gut. Hier liegt George Trevor, der Vater von der armen kleinen Lisa Trevor. Cool. Also im Spiel kann ich jetzt einfach mal ganz kurz warten. Warten wir einfach mal ganz kurz. Wenn ich im Spiel lang genug warte, also im Hauptspiel, im Original, dann kommt der Barry irgendwann wieder angelaufen. Aber ich glaube, er kommt nicht. Barry, Barry. Ah. Okay, Reif. Ich denke mal, dass wenn ich jetzt alleine gegangen wäre, wären wir zu dritt gewesen und jetzt haben wir den Barry wieder bei uns. Bisschen dunkel da drin. Nichts, den messern wir kurz weg. Mal
wieder so ein paar Standard-Zombies, tut echt gut. Serum 1. Was macht Serum 1? Was ist das Serum 1? Ach stimmt, ich war ja vergiftet. Eigentlich wollte ich den Part ein bisschen kürzer gestalten, aber... Das ist ein Crimson Head, das ist ein Crimson Head. Du hast einen verdammten Job, Chris. Boden. Oh, ich habe keinen Carving Spear. Da oben sind es zwei Zombies, die einen essen müssen. Zombies. Allgemein, die Schlange war auch sehr schwach. Die hat nur viel ausgehalten. Ist auch ein bisschen komisch, oder? Ich habe ja so die Hoffnung, dass ich noch so ein Ultra Green Herb finde. Ich glaube, das ist ein besseres Messer. Silver Knife. Sie hat schon eins. Ja, das ist so. Das lesen wir, soll Pause drücken. Hier ein kleiner Schlüssel. Jetzt müsste gerade gleich ein Zombie rauskommen, jetzt zu der Türe lauf. Ah, oder der steht auf. Scheiß auf deine Kotze. Ich laufe eigentlich so auf Sparflamme, kaum Munition, kaum Energie. Alle drei? Oh, war ja klar, Alter. Ich glaube, wenn das Messer so von vorne kommt, dann wird es immer nichts. Da jetzt. Ich will nehmen mal kurz einfach hier mal. Ach, leck mich doch am Arsch. Ey. Ach, man muss einfach so auf die gute alte Art. Dr. Schrot. Warum treffe ich den einen eigentlich kaum? So, hier sollte jetzt eigentlich gut was liegen. Ist das doch noch, hey, noch mal ein Silbermesser? Wo ich das weiß, einfach weil ich gut bin. Der hat eins, was hat die für eins? Die kann allgemein mal ein bisschen besseres Zeug brauchen. Das ist so ein Gang, da muss man eigentlich im Hauptspiel nicht durch. Weil da kommt man nur auf der anderen Seite raus, wo man
wo ich vorher diesen roten Stein bekommen habe. Das sieht cool aus. Ich würde auch gern so zeichnen können. Oh, eigentlich. Der Part geht schon wieder viel zu lang. Ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr. Ich muss was erledigen. Hausarbeit machen zum Beispiel. Oh, das ist gerade so spannend. Okay, der war jetzt echt fies. Gib mir Rebecca. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, der kam jetzt echt gut mal, der Effekt. Kann ich ja kurz zeigen. Jetzt sind wir hier. Ich sage in Anführungszeichen unnötiger Weg. Was meine Nachbarn oben wieder machen. Wer hat jetzt eine fette Blutspur verloren? Ja, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Da kommen, glaube ich, auch gleich welche durchs Fenster rein. Oder nur eine. Ich weiß, ist das ein Entwicklerfehler? Jetzt, warum kam da nur einer? Ein Heliport. Der ist sehr gut beleuchtet. Überaus gut beleuchtet. So. Ich muss bis zur nächsten Schreibmaschine leider spielen. So unangenehm, wie das jetzt leider auch wirklich gerade ist. Ein paar hundert. Das sieht so anders aus. Ich wusste gar nicht, dass der im Original zweistöckig ist. Da unten ist eine blutende Türe. Scheiß drauf, ich weiß, was die blutende Türe ist. Scheiße, auch eine Story passiert der Weg. Ah, okay, da muss ich. Na, wann kommt der Gegner aus der Hecke gesprungen? Cool. Jetzt muss ich auch mal gucken. Der hat auch einen Magazinslot. Ah. Der hat noch gar nichts. Das war jetzt komisch, warum kam da jetzt keiner? So, mit der Batterie können wir dann in den Hof wieder zurück. Jetzt gehen wir aber erstmal speichern.
fette Truhe. Ach komm, können wir jetzt echt nichts mit dieser Truhe machen. Body Armor B. Was hat die? Body Armor A. Wir hatten am wenigsten Energie. Die hier. Da kriegt der hier Body Armor A. Speichern wir jetzt einfach kurz in der großen Halle. Und hoffentlich jetzt nichts angreift. Da wäre auch ein. Achso, die Schreibmaschine ist ja hier. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei Resident Evil RPG Rebirth. Auf Wiedersehen!